Hallo lieber Hundefreund. Als Hundebesitzer müssen wir uns mit einigen Dingen vertraut machen, die nicht so angenehm sind. Besonders für unsere Nasen. Es ist normal, dass ein Hund während der Verdauung Gas produziert, das sich im Magen-Darm-Trakt ansammelt und schlussendlich entweicht. Wird jedoch zu viel Gas produziert, kommt es beim Hund zu Blähungen. Der häufigste Grund für chronische Blähungen beim Hund ist eine schlecht verdaute Ernährung. Frisst der Hund minderwertiges Hundefutter, kann das zu einer erhöhten Fermentation im Dickdarm führen, was eine übermäßige Gasproduktion auslöst. Minderwertige Hundefutter sind oft voll mit günstigem Soja und Getreide. Die Ersparnis geht leider auf Kosten der Hunde. Ein weiterer, wenn auch seltenerer Grund, weshalb Hunde Blähungen bekommen, ist das Leiden unter einer Malabsorption. Bei dieser Krankheit ist der Hund nicht in der Lage, alle Nährstoffe richtig aufzunehmen und zu verarbeiten. Nahrungsmittelempfindlichkeiten sind bei Hunden weit verbreitet und können zu chronischen Magen-Darm-Problemen führen, wenn sie unentdeckt bleiben. Es ist vollkommen normal, dass dein Hund hin und wieder furzt. Handelt es sich allerdings um einen allgegenwärtigen Zustand und ist der Geruch so schlimm, dass du dich bereits nach einer Atemschutzmaske umsiehst, können die Gründe für die Blähung in ernsterer Natur sein. In unserem Ratgeber findest du einen noch ausführlicheren Artikel, der dich mit vielen weiteren Informationen versorgt. Wir drücken dir und deinem Hund ganz fest die Daumen und hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht.